So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Ich bin wieder nicht in meiner Wohnung, sondern beim großen Fernseher, sozusagen bei meinen Eltern. Deshalb musste ich gerade wieder 3 Millionen Mal Testaufnahmen machen, bis es hoffentlich jetzt gepasst hat. Ich hoffe, es ist einigermaßen synchron. Ich muss es jetzt wieder nach jedem Part kontrollieren. Ihr kennt das Spiel. Wenn der Part hier nicht ganz so synchron ist, dann I'm sorry. Der nächste ist es hoffentlich. So. Wir schauen uns natürlich erstmal wieder... Wait. Jetzt ist aber wirklich ein neuer Speedrun da, oder? Boah, Alter, der Fernseher ist richtig hell. Wartet mal kurz, ich muss hier mal ganz schnell... Das ist ja furchtbar. Wer hat das denn so eingestellt? Ah, das... Kann ich das jetzt schnell bearbeiten hier? Nee. Nee. Nee, das muss ich jetzt lassen. Boah, der ist gerade echt ein bisschen unangenehm. Neue Mitteilungen. Ach so, ja, das ist natürlich, das ist das da. Das große Ballonrennen heißt es, okay. Das wollte ich alles nicht drücken. Ich habe gerade am... Ich mache gerade Quatsch am Fernseher. Das ist nicht, was ich suche. Also, ich muss den Kontrast nachher runterstellen. Das ist ja furchtbar. Alter, das brennt im Auge. Okay, wir kriegen es hin. Spielen wir das mal eine Runde. Das große Ballon... Jetzt habe ich nicht gelesen den Text. Ich muss den Text erst lesen. Mist. Ja, ihr seht es ja normal, weil ich ja von der Switch aufnehme, aber da, am Fernseher ist es echt ein bisschen arg grell gerade. Versuche als Ballon Mario möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Mit dem richtigen Timing gelingt dir ein Blitzstart. In den Kurven kommt es auf die richtigen Entscheidungen an. Bleibst du möglichst weit innen oder nutzt die Trampoline außen, um zu beschleunigen? Okay, das klingt jetzt danach, als wäre das irgendein Wettrennen oder sowas. Also als wäre das... Oh. Okay. Ja, ja, als wäre das nur ein... Oh boy. Als wäre das... Okay, das ist tatsächlich nur ein Kurs. Das heißt, man hat nur einen Weg. Ach du grüne Nummer. Ah, da kann man sich dann Sterne gönnen. Also die muss ich auf jeden Fall mitnehmen, weil wer die nicht mitnimmt, ist halt langsamer. Ah, und dann drehen wir hier um. Hier ist es... Ah, und dann muss... Ah! Und dann macht man hier noch so einen Rundkurs. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Das wird jetzt... Das ist jetzt wieder so ein Level. Hm. Das ist jetzt wieder so ein Level. Das werde ich unendlich oft spielen können und nie zufrieden sein. Eieiei. Also dann hier irgendwie... Geht das überhaupt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, jetzt hört er einfach auf. Das natürlich auch nicht. Hallo, mach weiter. Oh boy. Ach. Oh, das... Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht was, was wir den ganzen Part überspielen werden. Aber wenn ich ehrlich... Och, nö. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da überhaupt keine Lust zu. Ah, oh, das Ding steuert sich so blöd. Holy moly. Ah, dreh doch weiter. Der hört immer auf dann.
Uff. Okay, also wir haben es gesehen, 39 Sekunden haben die besten. Ein bisschen mehr wie 53 kriegen wir schon hin. Aber ich will mich da jetzt eigentlich nicht den ganzen Part dran aufhalten. Da brauchen wir uns jetzt auch kein Ninjigramm angucken. Boah, jetzt halt nicht einfach auf. Bin ich zu blöd zum Steuern oder wo ist das Problem? Dass er manchmal einfach aufhört. Nein, die Sterne! Muss ich das stoppen, dass ich den gut erwische? Ich hab keine. Oh mein Gott. Und jetzt sind manche schon durchs Ziel. Alles klar. Och. Och Gott, es ist. Dass der manchmal einfach aufhört. Ich weiß nicht, muss ich. Ich drücke die Taste dauerhaft, aber anscheinend hört er einfach manchmal auf. Also soll er wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich ist genau das dann die Schwierigkeit. Oh je. Das war genau das falsche Timing. Schade. Naja. Ja, da hört er. Manchmal hört er auf und manchmal nicht, wenn ich andocke. Komisch. Aber im Normalfall zieht er durch. So, jetzt hier an die Sterne denken. Nice. Und rum. Sehr gut. Und jetzt hier einmal den Kreis. Und schön mitnehmen alles. Nicht liegen lassen und ab dafür. Okay. Besser, glaube ich, wird es nicht mehr bei mir. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Da müsste man jetzt. Das ist jetzt was, das ist halt echt. Da habe ich eigentlich jetzt keine Lust, das groß für mich zu perfektionieren. Also, bin ich ganz ehrlich. Weil es halt eine echt blöde Mechanik bedient. Also, man kann wahrscheinlich richtig schön schnell um die Kurven rum und dadurch, dass man vielleicht kurz zwischendurch bremst und dann wieder Gas gibt und keine Ahnung, dass man da nochmal was rausholt. Und wahrscheinlich kann man die Münzen hinten noch in einer anderen Reihenfolge einsammeln. Keine Ahnung. Dass es schneller geht, als einfach mal komplett rumzufliegen. Aber ganz ehrlich, I don't care. I don't care. Vielleicht geht noch ein bisschen besser, aber wir sind schon in. Ach nee, ich habe keine Lust. Ganz ehrlich, nein, wollte ich nicht. Ganz ehrlich, das ist jetzt ein Level, das macht mir als Ninja-Speedrun tatsächlich keinen Spaß. Bin zufrieden mit dem, was ich habe, mehr brauche ich nicht. Spielen wir lieber vernünftige Level. Was nicht so heißen soll, dass das Level nicht vernünftig ist, aber es ist jetzt nichts. Nichts, wo ich sage, damit möchte ich den Part verbringen. So. Wo geht's denn los? Da geht's los. Snowball Fields von Marcy. Vier Player, Clear Path to Victory von Devory. Bullies on Ice von Marcy. Experience von Devory. Okay. Das könnte interessant sein wieder. Rainbows and Balloons von Marcy. Und P is for Purgatory von Rabaros. Ja gut. Fangen wir doch einfach mal bei Marcy an, ne? Das sollten ja relativ spielbare Level sein. Und bis zum nächsten Part muss ich auch den Fernseher dann einstellen. Oh, das ist ja echt super grell. Ich war gerade noch so im Speedrun-Modus, aber er muss sich ja gar nicht.
können ja einfach mal in Ruhe durch ein Level gehen. Wie wär's denn damit? Yay! So. Oh, jetzt rollen hier andere Sachen als Schneekugeln. Naja, es gibt auch Sinn, wir sind ja nicht mehr im Schneebiom. Wait, wie komme ich? Hä? Moment. Ah, nee, aber das muss ja nicht. Muss das nicht eine große Kugel sein, dass die hier durchrollen kann? Mit kannst ja so auch nicht wegmachen. Da muss irgendwas, jetzt ist es ganz kaputt. Da muss es irgendeinen Trick geben. Was ist hier? Leben. Vielleicht ist aber auch das Gimmick. Ich frage mich, ob ich da jetzt ein Secret verpasst habe oder ob das irgendwas ganz anderes gewesen wäre. Hast du mir einen Schlüssel? Ist das eine Reset-Röhre? Ne, das führt mich hier hoch. Okay. Ach so, das heißt, wenn man die Blume hat, kann man sich das abkürzen. Wenn man die Blume nicht hat, kann man den ja gar nicht versehentlich kaputt machen. Aua. Gott. So, nehmen wir halt den Schneeball mit. Oder auch nicht. Hier ist bestimmt nochmal ein Pilz drin. Schade. Okay. Da ist nochmal ein Pilz drin. Und ein Leben. Ich hätte gern noch einen Pilz. Ich möchte jetzt eigentlich nicht sterben. Ach so. Gut, wir sterben auch nicht mehr. Aber jetzt würde mich echt interessieren, ob ich da irgendwelche Secrets verpasst habe in der Höhle. Und wie man da rankommen könnte. Wir gehen noch mal in die Höhle. Das kann ja eigentlich nur... Ich dachte, dass da vielleicht eine große Shell oder sowas ist, die dann den Kram da unten kaputt macht. Oder halt eine große Stachel, aber nichts dergleichen war ja da. What? Warum ist der denn jetzt angehalten? Dadurch, dass die Kugeln jetzt existent sind, schmeißt er keine neue, ne? Er schmeißt doch eine. Vielleicht krieg ich sie. Nein. Vielleicht krieg ich ja die dadurch. Jetzt hast du auch keinen Bock mehr, ne? Oh, jetzt hat er wieder Bock. Ha! Ja, aber wieso... Hä?
Wieso löst er das jetzt nicht mehr aus? Also gut, ich kann sie respawnen, indem ich rausgehe, dann... Aber wieso löst er das nicht... Hä? Also muss ich das verstehen? Hä? Okay. Okay. So, also hier ist ja nichts anderes. Und er schmeißt halt nur kleine Stachelis. Ah, schmeißt irgendwann auch eine große, so zwischendurch einfach mal. Da kann der nur kleine schmeißen. Der kann nur kleine schmeißen. Ne? Das heißt aber, hier führt kein Weg durch. Ach, da ist der Große. Den habe ich vorhin mit... Ah. Den habe ich mit der Feuerblume, habe ich den einfach gekillt. Verstanden. Ja, den habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe mich doch gewundert, es muss ja den Weg hier durchgeben. So, was ist jetzt hier drin? Yeah! Okay, das ist ein cooler Bonus. Das ist ein cooler Bonus. Okay, gut, haben wir das geklärt. So. Gucken wir uns das Multilevel von Devory noch an. Und schauen, wie gut er es gebaut hat. Klar kann man es jetzt nicht als Multi sehen, aber, ne? Vielleicht kann man es sich ja vorstellen. Wenn es ein Race ist, dann hat ja jeder seinen eigenen Schritt. Okay, also was schon mal schlecht ist, ist, dass jeder durch die gleiche Röhre gehen könnte, theoretisch. Um sich so zu behindern. Oh, und jetzt geht's wieder runter. Verstanden. Na, das wäre jetzt halt super super schlecht, wenn man jetzt sozusagen unten auf den einfach warten könnte und ihm den Schlüssel abnimmt oder so ein Schwachsinn. Aber gut. Beziehungsweise man kann ja einfach warten, bis der Schlüssel kommt und dann mit dem Schlüssel folgen. Weil die Tür ist ja dann offen. Klar, der als erstes hier durchgeht, hat dann auch natürlich die großen Vorteile. Keine Frage. Aber es ist nicht ganz so optimal, was Multi angeht. Ah, jetzt wollte ich es geschickt machen. Hat nicht funktioniert. So nämlich. Okay. Okay. Also, bis auf die Sache, dass halt mehrere durch die gleiche Röhre gehen können, ist es an sich schon ein lustiges Multilevel, denke ich. Aber das mit der Röhre ist ungünstig am Anfang. Oder sehe ich das falsch, dass es doch anders geht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, Bullies, Experience und die vier Level da. Ich denke, die gucken uns mal Max mal an. Ich schaue jetzt, ob es synchron gewesen Ich gehe schon mal in das Level rein. Dann kann ich da gleich die Testaufnahme machen. Aber ich schaue dann gleich, ob es synchron gewesen ist. Und stell den Fernseher auf weniger. Also, es geht echt. Also, länger halte ich es nicht aus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.